Heute küren wir den Fotografen oder Filmmacher des Monats November 2024. Zunächst einmal, wer kann alles Fotograf oder Filmmacher werden? Du musst aktiver Kunde bei uns sein und kannst ein Foto jeden Monat einschicken, also ein Foto oder Video. Nicht bitte 10.000 Euro Gastportfolio schicken, sonst wird immer nur ein Foto gewertet und ein Foto kannst du einschicken. Falls du mal nicht gewonnen hast, sei nicht traurig, es sind immer sehr viele Einsendungen. Es kann natürlich sein, dass gerade ein aktuelles Thema passender sind. Es ist einfach, ja, es ist nicht nur immer das Bildqualität, es ist auch vielleicht mal das Thema, vielleicht das Model. Da spielen viele Faktoren rein, wie wurde das Foto aufgenommen, die einfach damit reinspielen. Wenn man also ein wirkliches Lieblingsbild hat und das diesen Monat geklappt hat, gerne einfach nächstes Mal probieren. Vielleicht wird es dann dementsprechend da was. Was kann erstmal ein Fotograf oder Filmmacher des Monats gewinnen? Zum einen natürlich eine personalisierte Trophäe und dann natürlich das Bild einmal ausgedruckt, schön. Natürlich, wenn es ein Film ist, können wir das natürlich nicht ausdrucken, aber da wird das Thumbnail ohne Ausschnitt genommen, was wir dann ausdrucken können. Und ein Interview hier, beziehungsweise auch eine Marketing- und Vertriebsschulung bei mir in meinem Büro. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum, schau mal, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat mein Kunde Erik. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Dein Foto hat es hier gerockt. Und dieses Foto ist einfach auf mehreren Hinsicht richtig, richtig schön. Er hat hier einen tollen Vordergrund. Er hat, ja, man sagt ja auch, dieser schöne Spruch, Vordergrund macht das Bild gesund, ne? Und dann aber auch eine extreme Weite, die Berge, das Licht, dann auch noch die Wolken dazu, wo das Licht so durchscheint. Ein Bild mit sehr vielen Details, wie zum Beispiel hier auch die Stadt, die hier drin ist. Das sieht man vielleicht auf dem Video ist nicht so gut, man müsste schon näher rangehen. Aber die Stadt, die durch die Sonnenschein dort die Häuser angestrahlt werden. Gleichzeitig natürlich auch diese Weite, diese Landschaft, dann der Fluss, die Berge, der Himmel, ein Träumchen. Jetzt würde man denken, ja, super, tolles Foto, ne? Aber auch bei so einem Landschaftsfoto steckt extrem viel Energie, Kraft und Zeit auch mit rein. Ja, natürlich könnte man denken, ja, der geht einfach raus, macht da ein Foto, dann top, sieht super aus. Aber ich habe auch schon mit Erik ein Interview geführt und dort ist, je nachdem, was du machen möchtest, extrem viel Zeitaufwand. Ja, das heißt, das ist hier früh morgens passiert, wo Erik dann natürlich den Sonnenaufgang durch die Berge natürlich dann aufnehmen wollte. Das heißt, er muss natürlich schon früh los, wo es noch dunkel war. Ja, das heißt, dann vielleicht sogar um 4 Uhr sowas aufstehen, kontrollieren, wie ist der nächste Tag überhaupt, wie ist das mit dem Wetter, was brauche ich dann für Ausrüstung, wie ist das mit Verpflegung und so weiter und so fort. Also da muss man auch schon viel, das ist auch viel Arbeit, so ein tolles Foto aufnehmen zu können. Klar, wenn man dann irgendwie am Nachmittag hinfährt, 3 oder 5 Uhr, kann man sich da auch hinstellen, aber dann hat man nicht diese Lichtgegebenheiten dort vor Ort. Ne? Also dort auch bei so einem tollen Landschaftsfoto kann sehr viel Kraft, Energie und Zeit halt reinfließen. Deswegen wohlverdient, mein lieber Erik, ich freue mich schon sehr, hier dich in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Für alle Fotografen oder Filmmacher, die gerne mal das Interview sehen wollen, schon mal mit Erik, da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, generell über seine Landschaftsfotografie, da verlinke ich mal hier das Video, gerne einmal im Anschluss einmal ansehen. Und wenn du als Fotograf oder Filmmacher schnell vorankommen möchtest, wie der gute Erik, tolle Aufträge haben möchtest, Geschäft aufbauen möchtest, dann trage dich gerne ein auf unserer Webseite www.edmund-riese.de. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann. Edmund Rätzel.de, der Weg zum Ruhm und viel mehr in die Zukunft, bereit für ein Kennenlerngespräch. Oh yeah, Erfolg ist mein Name, shoot wie ein Profi, Bilder zum Leben erwecken, Filmemacher, Motivation, Reklick auf Edmund Rätzel.de.